Danke, Herr Präsident, werte Kollegen und Kolleginnen. Ich habe den allgemeinen Seufzer der Erleichterung gehört, dass wir an den letzten Tagesordnungspunkt herangekommen sind. Und ich habe mitgeseufzt und ich habe volles Verständnis dafür. Ja? Aber wenn ich dann so nachdenke, dann muss ich wohl einstimmen in den Chor meiner Vorredner, die sagen, es handelt sich um einen absolut wichtigen, wertvollen Ausschuss. Und ich würde mich einmal unendlich freuen, würde an einem früheren Tagesordnungspunkt zu einem früheren Zeitpunkt abgehandelt werden. Das sind wir, denke ich einmal, unserem Souverän, und das ist das Volk, schuldig. Denn genau dieser Souverän trägt an uns heran seine Begehren, seine berechtigte Kritik, seine berechtigten Forderungen, und dem sollte endlich einmal auch entsprechend wertgeschätzt werden. Nur ich denke, dazu bedarf es noch eines langen Weges und vor allen Dingen noch einiges an Demokratiereform. Nur was heißt eigentlich Demokratiereform? Wir leben doch in einer Republik mit demokratischen Prinzipien. Das heißt, irgendwie beißt sich das. Ja? Da sollten wir mal überlegen, wie es sich tatsächlich anfühlt, auch ein Bürger zu sein und hier seine Begehren unterbringen zu können. Es hat viele sehr interessante Bürgerbegehren gegeben in diesem Ausschuss, aber ich möchte zwei herausholen, die mir ganz besonders wichtig sind. Und zwar ist die eine sehr lustige. Es ist eine Petition, die den Faschingsdienstag zu einem gesetzlichen Feiertag erklären wollte. Ich habe das ganz ehrlich gestanden recht amüsant und interessant gefunden und hätte auch gerne meine positive Stimme dafür abgegeben. Aber das ist nicht möglich, denn das wäre endlich einmal ein gesetzlicher Feiertag, der nicht auf Religion zurückzuführen ist, der nicht auf Tradition zurückzuführen ist, sondern auf das Gemüt und auf die Stimmung der Menschen. Und ich glaube, viele Österreicher hätten damit eine Freude gehabt, insbesondere Leute mit Kindern. Und die zweite Petition ist die TTIP-Petition. Und ich muss sagen, wenn man hier sagt, ja, okay, wir brauchen ein Hearing, wir brauchen so und so viele Expertenmeinungen dazu. Ich glaube, die größte Expertenmeinung und die Meinung, die das Volk tatsächlich hat, ist die, wenn wir auf die Straße gehen und uns anschauen, wie viele Leute an diesen TTIP, an diesen Demonstrationen Stopp TTIP mitgehen. Ja? Ich muss sagen, ich habe hier ein Prospekt oder eine Informationsschrift von Attac Österreich. Ich war selbst bei dieser Demonstration dabei und es zeigt ganz eindeutig, was die Bevölkerung will. Und wir hier sollten uns endlich einmal um das kümmern, was die Bevölkerung will, und nicht immer nur aus politischen oder strategischen Entscheidungen heraus entscheiden und drüber fahren, ganz einfach. Und deshalb möchte ich meine Ausführungen beenden mit einem ganz einfachen Satz, den ich eben bei dieser Demonstration gehört habe und der 100-mal skandiert worden ist: We don't want it. Und daran sollten wir uns halten.